Die Kollegin Dr. Barbara Höll. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gut 6 Jahre ist der Ausbruch der Finanzkrise her. Viele, viele Arbeitsplätze hat sie gekostet und viele Menschen, die gar nichts, rein gar nichts dafür konnten, in finanzielle, existenzielle Not gebracht. Die Staatsverschuldung vieler Länder schnellte rasant in die Höhe und die Finanzkrise ging in die Krise des Euros über. Und in vielen europäischen Staaten spitzten sich die Probleme und spitzen sich weiter die Probleme der Bevölkerung dramatisch zu. Die Arbeitslosenrate unter Jugendlichen in Griechenland, das sich im 6. Jahr ihrer Rezession befindet, liegt bei rund 60%, auch eine Folge der harten Spar- und Kürzungsprogramme. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein Armutszeugnis der Politik und sicher auch einer der Gründe, warum die Politik Verdrossenheit zunimmt und radikale eurokritische Parteien wie die Alternative für Deutschland Zulauf erfahren, dass sie viel zu spät gehandelt haben und handeln. Die Krise brachte die Erkenntnis, dass nicht die weitere Liberalisierung der Finanzmärkte die Lösung sein kann, getreu dem Motto, der Markt wird es schon richten. Immerhin. Sondern dass es sowohl der Regulierung der Bankentätigkeit, insbesondere der Bankenprodukte, bedarf, um Zockerei, die nichts mit der Kernaufgabe von Banken, der Finanzierung der Realwirtschaft zu tun hat, als auch klarer Mechanismen zur Abwicklung insolventer Banken, um zu verhindern, dass weiterhin die Gewinne privatisiert und die Verluste der Allgemeinheit, also uns allen, aufgebürdet werden. Dies erfordert eine Bankenaufsicht. Einheitlich geregelt, mindestens im Euroraum. Das ist unbestritten. Heute geht es um einen Gesetzentwurf, mit dem besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die EZB übertragen werden sollen, die SSM-Verordnung. Der deutsche Vertreter im Rat soll ermächtigt werden, der Verordnung des Europäischen Rates zuzustimmen. De facto wollen Sie damit von uns heute nur die förmliche Zustimmung und sich damit rechtlich absichern. Die Linke sieht die Notwendigkeit einer europäischen Bankenaufsicht, ganz klar. Allerdings ist ihre Umsetzung so halbherzig, dass wir ihrem Vorgehen nicht zustimmen können. Die Kritikpunkte überwiegen eindeutig. Denn schließlich muss die Frage lauten, wird die Bankenaufsicht mit ihrem Gesetz besser oder nicht? Das ist der springende Punkt, und man muss leider sagen, nein, sie wird nicht besser. Lassen Sie mich dabei nur 4 Punkte herausgreifen. Erstens. Die Begrenzung der europäischen Bankenaufsicht auf die Eurozone erfasst damit nicht die Bankaktivitäten am größten europäischen Finanzplatz London. Und das ist natürlich ein Riesenmanko. Zweitens. Die europäische Bankenaufsicht, so wie sie jetzt bei der EZB angelagert werden soll, birgt in sich automatisch einen Zielkonflikt zwischen der Geldpolitik der EZB und ihrer Aufsichtstätigkeit. Zudem ist die Europäische Zentralbank den Weisungs- und Kontrollrechten der Regierungen völlig entzogen. Und ich will das nur mal vergleichen. Die BaFin, die nationale Bankenaufsicht, untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesfinanzministeriums, welches wiederum der parlamentarischen Kontrolle unseres Hauses untersteht. Das ist eine ganz andere Konstruktion. Drittens. Die jetzt von Ihnen organisierte Bankenaufsicht hat im Prinzip keinerlei Macht. Im Gegensatz zur nationalen Bankenaufsicht hat die EZB eben keinerlei Möglichkeiten, die von ihr beaufsichtigten systemrelevanten Banken zu schließen, abzuwickeln oder neu zu organisieren. Es ist sozusagen ein Tiger ohne Zähne, und da wird sich schon von vornherein so manche Bank freuen. Viertens. Entsteht mit dieser neuen Bankenaufsicht ein weiteres Problem. Richtig ist, dass wir heute in Europa eine Vernetzung haben zwischen den Banken, aber gleichermaßen auch im Wertpapierhandel und im Versicherungswesen.
Und was wir brauchen, ist eine Allfinanzaufsicht, die tatsächlich alle diese drei Bereiche kontrolliert. So in Ihrer Organisation besteht die Gefahr, dass Krisen nicht erkannt werden und einfach von einem Bereich auf einen anderen überschwappen. Die Bundesregierung war viel zu lang untätig. Und nun läuft Ihnen einfach die Zeit davon, und in Windeseile erschaffen Sie hier ein Gesetz, womit Sie sich dann eine Zustimmung hier im Bundestag erkaufen wollen. Die Bankenaufsicht wird nicht besser als vorher sein, in manchen Punkten sogar schlechter. Und deshalb werden wir diesen Gesetzentwurf ablehnen. Und lassen Sie mich aber an dieser Stelle auch persönlich noch mal meinem ehemaligen Ausschussvorsitzenden Herrn Oswald danken, der nicht nur als Ausschussvorsitzender eine hervorragende Arbeit geleistet hat, sondern ich denke auch wir alle schätzen ihn ja als Vizepräsidenten des Bundestages, der sich immer bemüht hat für eine auch gute Auseinandersetzung und eine gute Stimmung hier im Haus, trotz aller Probleme, die wir miteinander durchaus haben. Danke. Das Wort hat jetzt der Kollege Dr.